Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Loop Hero, einem Roguelike im Pixel-Look. Zwei Voraussetzungen, die bei mir nicht unbedingt gleich mein Spielerherz höher schlagen lassen. Zum einen, weil ich Roguelikes eher selten spiele, zum anderen, weil ich schon einen wirklich schönen Pixel-Look brauche, damit ich mich da in ein Spiel hineinversetzen kann. Aber das Spiel wurde mir jetzt mittlerweile von ein paar Leuten wärmstens ans Herz gelegt. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt hole ich mir das Spiel mal und wir schauen einfach mal rein. Vielleicht packt mich die Sucht und ich bin da immer offen für neue Sachen. Eventuell, ne, ist es ja ein Spiel, das mich dann doch die ein oder andere Stunde fesselt. Auf Steam sind die Rezensionen äußerst positiv bei 6.755 Rezensionen momentan. Also die Leute gehen richtig ab darauf und ich bin mal gespannt, ob dieser ganze Hype auch gerechtfertigt ist. Ihr könnt wie immer meiner objektiven, subjektiven Meinung vertrauen. Die ist die einzig wahre. Der Entwickler lautet Four Quarters und der Publisher ist Devolver Digital. Devolver Digital kennt man von Spielen wie zum Beispiel My Friend Pedro oder Enter the Gungeon oder Hotline Miami müsste auch von denen sein bzw. gepublished worden sein. Aber die sind halt eher auch noch bekannt wegen ihrer unglaublich lustigen und schönen Präsentation, die sie jedes Jahr haben, wenn sie ihre Spiele vorstellen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was das Spiel so zu bieten hat. Und bevor wir starten, nicht wundern, Leute, die das Spiel kennen, gut, die werden das natürlich auch schon wissen, aber ich habe die Schriftart ein bisschen geändert. Standardmäßig ist die Schriftart nämlich so hier. Und ich tue mir so schwer, hier irgendwas zu entziffern. Entweder weil ich alt bin oder weil ich nicht mehr gut sehen kann oder beides oder warum auch immer. Die Schriftart ist richtig, richtig. Guckt euch mal das hier an. Das ist so schwer zu lesen. Und deswegen gibt es hier wohlweislich offenbar vom Entwickler zur Verfügung gestellt auch noch zwei weitere Schriftarten. Einmal die hochauflösende Schrift, die halt ein bisschen langweilig aussieht, aber dafür schön zu lesen ist. Und da gibt es noch eine LRS-freundliche Schrift mit ein bisschen Schnörkel. Und die werden wir jetzt nutzen, damit wir auch die ganzen Texte, die dann jetzt so im Spiel kommen, auch wunderbar entziffern können. Nicht, dass ich hier ständig anfange zu stottern. Das Spiel ist unglaublich viel übersetzt worden. Also man sieht hier oben schon die ganzen Flaggen, was hier schon übersetzt wurde. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt in ein neues Spiel. Es gibt ein kleines Tutorial, wenn ich mich nicht täusche, das uns ein bisschen reinführt in das Ganze. Die Sterne im Himmel verlöschen, einer nach dem anderen. Doch niemand bemerkt es, niemand kann es verhindern. Ich eile an den letzten Ort, an dem es noch Hoffnung gibt. Ich muss es schaffen, bevor es zu spät ist. Der Lärm des Todeskampfs wird schnell verklingen. Die Welt selbst, die Erinnerung an sie, wird vernichtet. Und obwohl keinerlei Chance besteht, das alles zurückzubringen, gibt es immer jemanden, der bereit ist, das Unmögliche zu versuchen. Es ist alles sehr kryptisch, muss man jetzt einfach mal schon festhalten, ne? An einem Ort ohne Raum noch, sagt er noch. Ohne Zeit auch noch. Und ohne Erinnerung natürlich auch noch. Jetzt aber. Wo bin ich? Außer diesem Weg kann ich nichts sehen. Das ist offenbar unser Held oder unsere Heldin. So ganz genau weiß ich das nicht. Mein Kopf bringt mich um. Ich erinnere mich nur an ein Skelett mit einem Stab im Himmel. Diese Dunkelheit kommt von ihm. Hat der Kerl die ganze Umgebung zerstört? Hier nur herumzustehen wird mich nicht weiterbringen, schätze ich. So, und damit sind wir auch schon im Spiel. Um zwischen dem Modi Abenteuer, Reise über die Karte und Planung Stopp zu wechseln, benutze den Schalter einen Rechtsklick oder die Leertaste. Setze die Reise fort, indem du den Spielmodus wechselst. Ich mache das mit der Leertaste, da muss ich nicht immer mit der Maus hier hochfahren. Und somit bewegt sich unser Charakter hier in einem vorgegebenen Dungeon. Hoffentlich finde ich irgendeine Unterkunft, bevor die Nacht anbricht, falls es so etwas wie die Nacht ohne einen Himmel überhaupt noch gibt. Ja, und da marschiert er jetzt einfach, ne? Achte auf den Tagesverlauf, Leiste oben im Bild, das ist das hier. Neue Gegner erscheinen gewöhnlich am Ende des Tages. Setze deine Reise fort, indem du den Spielmodus wechselst. Eine Blubberblase wartet da vorne auf uns.
ein lebendiger Schleimklumpen, ziemlich nervig. Diese Dinge verdauen einfach alles, was sie kriegen. Hey, ich habe mich an diese Kreatur erinnert. Vielleicht muss ich nur meine Erinnerung auffrischen und alles wird wieder normal. Reisen, Kämpfe und viele andere Aktionen laufen automatisch ab. Du kannst sie nicht direkt beeinflussen. Okay. Wir sehen einen blauen Balken, der, wenn sich füllt, dann eine Aktion unseres Helden auslöst. 8% Schaden aktuell haben wir. Wenn ich mit der Maus über einen Charakter fahre, dann pausiert auch das Spiel. Wir haben hier einen Schleimklumpen mit nur noch einem Trefferpunkt von 13. Schaden macht er 3,13. Angriffe 0,6 in der Sekunde. Künstliches Leben und flüssig. Und damit ist er auch schon tot. Es ist schwer, mit bloßen Händen zu kämpfen, aber ich glaube, in den Überresten dieses Dings ist eine noch nicht ganz verdaute Waffe. Lecker Schmecker, du hast ein Inventar und einen Objektplatz, du weißt, was zu tun ist. Wir haben hier ein Gladius-Schwert, Schaden 4 bis 6. Wir rüsten das mal aus und sind somit ein bisschen stärker. Ich meine mich zu erinnern, dass in der Nähe ein Wäldchen war. Sind das überhaupt meine Erinnerungen oder stammen sie von diesem Schleim? Du kannst der Landschaft mit Karten, die von besiegten Gegnern übrig bleiben, verschiedene neue Dinge hinzufügen. Dafür ist der Modus Planung gedacht. Wir haben hier einen Hain, eine Hainkarte, sanftes Blätterrauschen, das Knacken eines trockenen Asts und das Gefühl, beobachtet zu werden, bringt alle 2 Tage einen Rattenwolf hervor. Der Wolf kann sich auf ein angrenzendes Feld bewegen. Okay, also wir können hier eine Gegnereinheit spawnen lassen nach 2 Tagen. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, laufen wir jetzt ständig im Kreis hier, während wir diese Route ausbauen. Und irgendwann können wir dann sagen, jetzt ist genug, wir würden keine weitere Runde mehr schaffen. Dann können wir zum Lager aufbrechen und dann können wir dort wieder Ressourcen investieren. So, der Hain ist platziert, wie man hier erkennen kann, an diesem wunderschönen Pixelobjekt hier. Und wir setzen unsere Reise fort. Hier steht jetzt Schaden 8 bis 12, das ist offenbar unser Schaden momentan. Ja, dann warten wir mal, ob da noch irgendwas kommt. Tag ist gleich vorbei. Der Hahn kräht und eine Ratte, wollte ich gerade sagen, ein Rattenwolf mit 16 Trefferpunkten, 3,42 Schaden und ein bisschen mehr Angriffe pro Sekunde wie die Blubberblase. Lebendig und hat eine Seele. So, jetzt hat er uns auch schon Schaden gemacht, 3 Stück, aber gegen unsere Gladius kann er überhaupt nichts einwenden. Ein Wolf, Rattenwolf. Nee, ein Waldrattenwolf. Die Schrift hilft offenbar nichts. Kann trotzdem nicht besser lesen. Ich hatte recht, eine kleine psychische Belastung, ein paar farbenfrohe Bilder und ein wenig Adrenalin. Schon vergisst man alles wie einen schlechten Traum. Oder erinnert sich daran wie an einen schlechten. Verdammt, gut, dass mir niemand zuhört. Das denke ich mir auch ständig, während ich diese Videos aufnehme. Wie dir bestimmt schon aufgefallen ist, kannst du im Kampf neue Objekte und Karten erhalten. Einige Objekte und die meisten Karten haben besondere Merkmale. Wenn du den Mauszeiger über Objekte oder Karten hältst, kannst du dir ihre Eigenschaften ansehen. Also, wir haben einen Wald, ein dichter Wald. Niemand weiß, wer oder was darin lauern könnte. Das macht dich ein bisschen nervös. +1 Angriffstempo des Helden. Also was Gutes eigentlich. Das heißt, wir können jetzt hier außenrum überall Wald platzieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es einen Unterschied macht, ob wir den Wald hier draußen platzieren oder hier drin zum Beispiel platzieren. Also ob man irgendwie andere Werte bekommt, aber wir platzieren den jetzt einfach mal hierher. So, oh, wir haben gerade was bekommen. Wir haben ein stabiles Holz vom Wald bekommen. Ein Holzklotz, der irgendwie trotz des allgemeinen Chaos seine strukturelle Integrität bewahrt hat. Und wir haben einen Felsen. Ein überwältigender Anblick, der uns Kraft verleiht, +2 Trefferpunkte und +2 weitere Trefferpunkte für jeden angrenzenden Felsen oder Berg. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 250 Trefferpunkte, jetzt müssen wir eigentlich dann vielleicht 252 bekommen. Ah, perfekt ausgerechnet! Und wir bekommen auch noch einen bewahrten Stein, offenbar unberührt vom Fluch des Lichts und daher trotz der Formlosigkeit der Welt zum Bauen geeignet. Wir haben noch eine Waffe gefunden. Gladius hat nur 1 oder 2 Kämpfe jetzt ausgehalten. Ein Kampf nur. Wir haben hier einen Speer. Macht 4 bis 6 Schaden und hat auch noch eine 10%ige Konterchance. Her damit. Ist denn der Gladius jetzt hin? Ist der weg?
Na schön, da drüben war also ein Berg und hier ist ein Wald. Die Welt ist so gut wie neu. Die Steine und Zweige in meinem Rucksack sind ein untrügliches Zeichen dafür. Ich wundere mich gerade, wo jetzt der Gladius hin ist. Entweder ist das dem Tutorial geschuldet, dass der jetzt weg ist, oder er wird immer ersetzt, wenn wir Sachen darüber ziehen. Einige deiner Aktionen bringen dir Ressourcen ein, die du später brauchen wirst, aber jetzt noch nicht. Trotzdem solltest du sie dir schon einmal anschauen. Haben wir schon gemacht? Wir haben jetzt hier ein paar Mehrwerte. Nicht nur Schaden, sondern auch die maximalen Trefferpunkte plus 2, Angriffstempo und Konter. Das sind die ganzen Boni, die wir jetzt durch diese weiteren Felder, die wir platziert haben, bekommen haben. Ich gehe davon aus, dass es später nochmal um einiges schwieriger wird, dass du einfach auch ein bisschen vorplanen musst. Zum Beispiel den Felsen irgendwo hin zu platzieren, wo dann auch zum Beispiel weitere angrenzende Felsen noch platziert werden können, damit du das Maximum aus diesen Karten herausholen kannst. So, wir marschieren mal weiter. Kommt da noch ein Rattenwolf oder eine Blubberblase? Wir kommen wieder an, oben am Feuer. Es wird Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Das Spiel ist eine Reise auf einem schleifenförmigen Weg. Du entscheidest, wann es Zeit ist, ins Lager zurückzukehren. Oder die Klauen und Zähne der Gegner nehmen dir die Entscheidung ab. Du kannst dich fast immer zurückziehen, doch eine besondere Animation zeigt dir, wann es sicherer ist. Ah, okay. Also wenn ich mich wahrscheinlich hier unten zum Beispiel wieder ins Lager begeben möchte und es sind noch irgendwo zu Tiere oder Gegner auf dem Weg, dann werde ich nicht alle Ressourcen mit nach Hause nehmen können, weil das ja einer Flucht gleicht. Wahrscheinlich hier oben. Hier können wir dann ohne Ressourcenverlust dann wieder ins Lager zurückkehren. So. Der Gedanke, das Schlachtfeld zu verlassen und in dein bequemes Lager zurückzukehren, schießt dir durch den Kopf. Genau zur rechten Zeit, das Lager befindet sich direkt um die Ecke. Wir behalten alle Ressourcen. Das ist jetzt hier der Holzklotz und den Stein. Hier ist es kalt und dunkel. Ein Feuerchen kann beide Probleme lösen. Netter Ort für ein Lager. Jetzt wären auch die ganzen gesammelten Ressourcen nützlich. Wer hätte das gedacht? Besitzt gerade genug Holz und Stein für Lagerfeuer. Das trifft sich gut. Errichte mit der Baufunktion ein Lagerfeuer, während du im Lager bist. Die Bauen-Taste. Oh. Das heißt, wir können unser Lager wunderbar ausbauen. Guckt euch das hier an. Bücherei, Brücke, Holzfäller, Hütte, Wachturm, Lagerhaus, Lehmhütte, Gymnasium gibt es auch noch. Schmelzhütte, die hätten wir in Raft ganz gut gebraucht. Wunderbar. Ein gewöhnliches Lagerfeuer, warm und gemütlich, hält Monster fern. Du kannst dich hier also gut zwischen deinen Reisen ausruhen. Es bildet die Mitte deines Lagers und den Ausgangspunkt für deine Abenteuer. Der Held gewinnt beim Betreten des Lagerfeuerfeldes 20% seiner maximalen Trefferpunkte zurück. Oh, man wird offenbar gar nicht komplett geheilt, wenn man hier am Lagerfeuer rastet. So, okay, wir können hier was platzieren und haben somit den Grundstock für ein fantastisches Lager gelegt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Herzlichen Glückwunsch, du hast diese nervige Einführung abgeschlossen. Jetzt kannst du deine erste Expedition starten oder auch nicht, wie du möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Durchgang. Das war's. Wir haben das Spiel erfolgreich gespielt und müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Natürlich nicht. Machen wir nicht. Bleib hier. Nicht abschalten. So. Also, da kann ich mir nochmal anschauen, was das Lagerfeuer bringt. Und mehr bauen geht momentan nicht, weil uns die ganzen Ressourcen fehlen. Okay. Dann auf zu einer neuen Expedition hier. Das ist der komische Kollege hier, ne? Von dem eingangs schon die Rede war. Mit seinem Stab im Himmel. Ja gut. So. Dieser Weg, alles ist verkehrt. Aber ich erinnere mich. Er wirkt wie ein völlig anderer Ort und er ist wieder leer. Haben meine Taten irgendeine Bedeutung? Als hätte ich eine Wahl. Falls ich aufgeben und heulen muss, um die Welt zu retten, bin ich der schlechteste Ritter aller Zeiten. Legen wir los. Okay, kurze Pause. Wir gucken uns nochmal ein bisschen die UI jetzt an. Also, der Weg ist jedes Mal ein bisschen anders. Jetzt wieder komplett leer. Wir müssen den wieder füllen mit Karten. Wir müssen natürlich diese Blubberblasen hier besiegen. Wir haben hier Ödland. Hier gibt es nichts außer Schleim. 5% Chance, einmal am Tag einen Schleim hervorzubringen. Okay.
Dann hier oben die Tagesleiste. Wir haben hier den Kartenabschluss. Wenn diese Leiste gefüllt ist, erscheint der Boss des Kapitels auf dem Lagerfeuerfeld. Okay. Wir können die Geschwindigkeit noch um 1 erhöhen. Ja, und ansonsten hier noch ganz viele Slots. Und wie man hier erkennen kann, sämtliche Waffen und Ausrüstung ist alles wieder weg. Fang immer wieder von Null an. Wahrscheinlich nicht immer wieder von komplett Null, weil wir dann eventuell Gebäude bauen können. So, also wir lassen mal kämpfen. Ein weiterer Schleim. Das ist der gleiche wie beim letzten Mal. Mal schauen, was er uns bringt jetzt. Ich werde mal ein bisschen mit Pause arbeiten, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Viele mögen das ja nicht, wenn ständig Pause gedrückt wird. Aber dadurch, dass ich noch nicht so wirklich weiß, was hier vor sich geht, will ich mir die Zeit nehmen, um auch das alles nochmal etwas zu lesen. Okay, wir haben wieder einen Felsen. Das heißt, den Felsen, den platziere ich jetzt einfach mal hierher. Wir bekommen 202 Punkte mehr. Ja, ein bisschen Schaden haben wir schon bekommen jetzt. Dann haben wir eine Laterne. Ein kleiner Lichttupfer in dieser düsteren Welt senkt die maximale Anzahl von Monstern auf angrenzenden Feldern. Die Effekte von Laternen stapeln sich. Okay, könnte man zum Beispiel vielleicht hierher setzen, dann wären es weniger Monster. Die Frage ist natürlich, ob man auch weniger Monster haben will. Oder ob es nicht besser ist, mehr Monster zu haben, damit du mehr Zeug bekommst und mehr Ressourcen. Wir haben hier einen bewahrten Kiesel wieder. 10 Kiesel bilden einen Stein. Okay. Und wir haben nochmal einen Berg. Gleicht einem Felsen, nur richtig groß. Ach so, Moment, das war ein Felsen. Wir haben jetzt einen Berg. Plus 5 Trefferpunkte für jeden angrenzenden Felsen oder Berg. Das heißt, jetzt müssten wir doch eigentlich auf 57 kommen. Komischerweise auf 60. Vielleicht fehlt hier das plus 2 vom Felsen noch dazu. Also, dass er insgesamt jetzt plus 7 gemacht hat. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. So, ich lasse die mal ein bisschen kämpfen. Oh, was ist das hier? Vergessen. Ein wenig von der Magie des Lichts lässt alles gänzlich in Vergessenheit geraten. Löscht errichtete Felder, löscht Monster vom Weg. Das würde ich mir aber jetzt aufheben. Ne? Wir werden jetzt hier mal ein paar Runden gehen, denke ich mal. Damit wir hier ordentlich Ressourcen zusammenbekommen. Bis wir wahrscheinlich irgendwie so knapp vorm Sterben sind. Und dann müssen wir schauen, dass wir nochmal zum Lagerfeuer hochkommen, bevor wir dann zurückgehen. So, ein weiterer Felsen. Na gut, dann setzen wir hier einfach nochmal einen her. Sind wir schon bei 68. Okay. Was haben wir hier? Ein Vampirschloss. Hungrige Augen folgen durch Löcher im Dach jeder deiner Bewegungen. Fügt Kämpfen auf angrenzenden Feldern Vampire hinzu. So, kurze Pause, Leute. Es hilft ja nicht, ne? Wir machen mal hier Vampirfeld. Hat er jetzt gerade gesagt? Mal ein bisschen lauter machen bei mir. Also, Vampire kommen hier dazu. Wahrscheinlich mit jedem Tageswechsel wieder. Dann ein Hain. Bringt alle 2 Tage einen Rattenwolf hervor. Na gut, den können wir auch mal hier platzieren. Dann ein weiterer Felsen. So, wir haben mittlerweile 4 bewahrte Kiesel schon. Wunderbar. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja auch Waffen. Oh, wir haben ein Schild gefunden. Sehr schön. Und ein Gladius. Das ist natürlich richtig gut. Das heißt, der Kampf sollte jetzt ein bisschen schneller verlaufen hier. 2 Schläge und weg. Wir haben ein Spinnenkoko. Kommt eine Spinne hervor. Nochmal eine Spinne. Okay, wir setzen das jetzt einfach mal hier so rein. Zack. Dann der Friedhof bringt alle 3 Tage ein Skelett vor. Da kommt jetzt aber schon ganz schön viel. Naja, je mehr Zeug, umso schwieriger wird das Ganze natürlich. Aber umso mehr Ressourcen, gehe ich mal davon aus, bekommen wir dann auch. So, und wir brauchen noch eine Wiese. Die Wiese würde ich jetzt einfach mal... Ach so, die kann ich nicht auf den Weg. Die muss ich hier daneben setzen. Irgendwo hierher.
Wir bekommen dafür eine Ration. 12 Rationen bilden ein vollständiges Nahrungspaket. So, da kommt die erste Spinni. Hat 8 Trefferpunkte, Schaden fast 3 Punkte und fast jede Sekunde greift sie an. Oh, ein Schlag, ein Treffer, habt ihr das gesehen? Nochmal ein Felsen. Na gut, ich hoffe mal, ich mache das jetzt so richtig, wie das hier läuft. Der Schleim hält mehr aus wie die Spinne, Mensch. Ich glaube, ich darf nicht alle Sachen einfach hier so reinsetzen. Ich fürchte, die nächste Runde wird heftig werden, wenn da jetzt die ganzen Viecher rauskommen. So, kurze Pause. Wir haben hier nochmal einen Berg. Also wir könnten jetzt läuft er hier unten, jetzt könnten wir Rückzug machen, ohne irgendwelche Verluste zu haben. Wir haben aber noch ganz viel an Lebensenergie, deswegen würde ich nochmal eine Runde wagen. Wir wurden auch nochmal geheilt. Wir haben hier, das darf ich nicht übersehen, hier nochmal eine Rüstung bekommen. Erhöht die maximale Trefferpunkte. Oh, die kann ich auch nicht mehr rausnehmen jetzt, ne? Die ist einmal drin, kann ich nicht mehr rausnehmen. Stopp, stopp, ich wollte eigentlich Pause drücken. So, fieser Rattenwolf. Liefert uns stabile Zweige. Kurze Pause, kurze Pause. Ich bin noch, ne? Wir sind noch in der Findungsphase, deswegen muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Wir haben hier einen Ring. Konter erhöht und Regeneration wahrscheinlich unserer Lebensenergie. Der muss, was? Ach so, ein Ring, Moment. So. Dann Gladius 4 bis 6, das ist sogar ein bisschen besser wie unseres. Also es ist tatsächlich so, die Sachen werden, die kommen weg. Die Sachen kommen weg, wenn wir die ersetzen. Na gut, wir haben hier auch nochmal einen Schild. Der gleiche Schild. Ja, es sammelt sich schon ein bisschen was an hier, also ne, da kann man schon was machen. So, jetzt kommen gleich zwei dieser Schleimbolzen. Wir haben gekontert, wenn ich das richtig erkannt habe. Oh, eine fantastische Rüstung. Guckt euch das mal an. So viel Zeug. Nochmal ein Ring mit Angriffstempo. Den würde ich mir erstmal sparen. Wir haben hier eine Rüstung mit 98. Und wir haben hier eine Rüstung mit 91, aber das Angriffstempo ist leicht erhöht. Wir nehmen mal die hier rein. Die ist schön blau. Das sieht aus wie ein seltenes Item. So, wir können nochmal einen Hain platzieren für den Rattenwolf, dann noch einen Berg, eine Wiese für ein bisschen mehr Heilung. Hier vorne sind jetzt, ist jetzt ein Schleim und drei Spinnis, weil die Spinni auf einem Platz ist. Können wir jetzt, wir probieren das mal, wir nehmen mal vergessen und setzen das hierher, nur mal zum Testen. Das heißt, die sind dann komplett weg. Da kann man nochmal den Weg etwas säubern. Wenn man vielleicht kurz vor knapp ist mit der Lebensenergie, schadet es nicht, hier eventuell das ein oder andere Tier rauszubringen. Da sehe ich ein Skelett hier oben. So, wir haben mittlerweile einen bewahrten Stein. Fantastisch. Die Lebensenergie sieht immer noch richtig fein aus. Wir haben bekommen einen weiteren Ring für Rundumschaden. Boah. Angriffstempo, nee. So, jetzt wird's schwierig. Zwei Spinnis. Und ein Skelettmann. Ah, geht. Das geht noch. Da geht noch eine Runde jetzt. Da geht bestimmt noch eine Runde jetzt. Wir haben einen Langdolch bekommen. Sehr gut. Ah, hier oben steht, in welcher Runde wir aktuell sind. Je höher die Runde, wahrscheinlich umso bessere Gegner. Wir haben nochmal ein Vampirschloss bekommen. Packen das mal hier oben rein. So, nochmal ein Berg. Mittlerweile sind wir Bergplatzierungsprofis. Oh, habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt, als ich den Berg hier angebaut habe, habe ich von der blühenden Wiese, nee, habe ich von der Wiese eine merkliche Änderung bekommen. Genügt, um eine Raupe zu einem Schmetterling zu machen.
einen Samen zu einem Spross oder einen Wassertropfen zu Dampf. Wird von selbst zu etwas anderem, wenn du genug davon sammelst. Eine Metamorphose gibt es hier. Also offenbar, auch wenn das nicht dabei steht, kann man hier Sachen kombinieren. So, Rüstung, Rundumschlagen. Ja, momentan. Wir gehen noch eine Runde jetzt. Wir müssten wieder geheilt werden. Jawohl. Jetzt kommen wieder neue Gegner heraus. Und die Vergessen-Karte, die sparen wir uns jetzt ein bisschen auf. Irgendwann wird es halt so sein, dass die Gegner so schwer sein werden. Ha, sieht er, ne? Ich habe wieder einen Berg hier platziert. Habe mir jetzt zwar den Bonus genommen, dass ich den hier platziert habe. Aber die Wiese ist jetzt erblüht quasi. Okay. Oh. Ein Vampir? Verschwinde, Mensch! Wo befindet sich dein Land? Falls deine Bauern Hilfe brauchen, möchte ich diese gerne anbieten. Kein Land mehr, keine Herde mehr, nur hunderte von Jahren der Leere. Und hunderte von Jahren des Hungers. Oh mein Gott, da hat er sich gleich mal hier schön verändert. Aber er hat sich wieder gefasst jetzt. Rette dich, solange es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich einen klaren Kopf bewahren kann. Von welchen Hunderten von Jahren redest du? Dein Verstand ist leicht auszutricksen, mein Hunger jedoch nicht. Er verlangt seinen Anteil. Jeder Schluck, jeder Blutstropfen wird ihn lindern. Ich bin zu schwach, aber du kannst mir helfen und ich werde diese zerfallene Welt in Ordnung bringen. Genau, ich tue das nicht für mich, sondern für alle. Im Namen des Guten. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Aufgrund dieser Aussage. Also, sei dankbar für meine harte Arbeit und lass mich dich einfach aussaugen. Ja, so funktioniert das nicht. So, wir schauen mal, wie viel Schaden er macht. Naja, das geht. Es geht noch. Vampire besaßen oft unser Land. Sie sorgten für Frieden und halfen unseren Siedlungen zu gedeihen. Oh, offenbar sind das in diesem Spiel die Guten. Doch so geht das nicht. Sie sind nur blasse Schatten ihres früheren Selbst, körperlich wie geistig. Anscheinend kann das Blut anderer Kreaturen sie nicht ernähren. Das mit dem Hunger war kein Scherz von ihm. Selbst diejenigen, die in seiner Nähe stehen, sind von der Kraft erfüllt, anderen das Leben zu entziehen. So, was haben wir denn bekommen jetzt hier? Nochmal einen Felsen. So, dann... Oh, eine Schatzkammer. Die dicken Mauern schützen alle Arten von Reichtümern vor Dieben und früheren Besitzern. Gewährt eine zufällige Ressource, wenn etwas auf einem angrenzenden Feld platziert wird. Kann nicht angrenzend zu etwas errichtet werden. Ah... Okay, das heißt, wir platzieren die Schatzkammer hier. Jetzt passiert offenbar noch nichts, aber wir haben eine Wiese. Und die Wiese platzieren wir hier. Und eventuell wird die Wiese jetzt auch zu einer blühenden Wiese. Oh, guckt euch das an, was wir hier an Ressourcen schon haben mittlerweile. Ein kleines Stück Metallschrott. Hat den Fluch des Lichts überstanden. Manchmal bleibt nur das von einer Rüstung oder einem Schwert übrig, die du dir eine Weile nicht mehr angesehen hast. 13 Stücke Metallschrott bilden eine Metallstange. So, wir machen mal ein bisschen schneller hier, dann kann ich auch ab zur Pause drücken. So, ein weiterer Felsen. Aber momentan ist es noch relativ übersichtlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und auch vom Schaden her ist es doch überhaupt kein Problem jetzt. Aber ich will den Mund nicht zu voll nehmen. Oh, eine weitere gute Rüstung. What? Maximale Trefferpunkte 346. Unsere aktuelle hat 91. Okay, die ziehen wir natürlich gleich mal an. Ich sehe ja schon, dass wir hier in der ersten Runde, die wir machen, spielen wir das Spiel komplett durch jetzt. So sieht's aus. Ihr kennt mich ja, ich nehme den Mund nie zu voll. Aber wir sind auf einem unglaublich guten Weg. Oh, wer kommt hier angelaufen? Wo sind diese Goblins hergekommen? Ich erinnere mich nicht, mich an euch zu erinnern. Wir erinnern selbst. Jetzt her mit alles, was du hast. Ihr habt keine Ahnung, was vor sich geht, oder? Warum helft ihr mir
mir nicht erst einmal, die Ordnung auf dieser Welt wiederherzustellen. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Goblin müssen rauben, keine andere Ordnung auf der Welt. Also gut, dagegen kann ich wohl keine gültigen Einwände erheben. Wir sind aber auch ein sehr netter Held, habe ich jetzt schon mal festgestellt. Wartet, einen habe ich noch. Wie wäre es damit? Spürt mein Schwert. Es sind jetzt aber schon ganz schön viele jetzt. Seht unsere Lebensleiste an. Ich würde mal sagen, in der nächsten Runde gehen wir zum Lagerfeuer. Eigenartig, dass diese Kreaturen von sich aus hier erschienen sind. Vielleicht ist alles nicht so schlimm und die Welt versucht, sich selbst wiederherzustellen. Oder nicht einmal die Apokalypse reicht aus, um manche Plagen loszuwerden. Wir haben einen Spinnenkokon bekommen. So. Wir haben noch 300 Punkte. Es wird schon noch eine Runde vielleicht sogar gehen, oder? Geht schon los jetzt hier. Es wird schon eine Runde noch gehen, vielleicht. Wir haben jetzt 286. Wir gucken mal, was hier alles. Hier ist nochmal Skelett. Wir haben ja noch eine Karte. Das heißt, wir könnten einen großen Anteil könnten wir wegmachen. Also so eine Zweierfeld oder so könnten wir rausschmeißen. Nochmal ein Vampir. Ja, er macht schon Schaden auch, ja. Oh, ich sehe gerade. Also das mit den Waffen, das übersehe ich aber sowas von komplett immer. Was ist denn da los? 7 bis 11, halbierter Zweihänder. Nee, leider nicht. Auch wenn er regeneriert. So, was haben wir hier? Magieschaden, Angriffstempo und Regeneration. Ich würde mal sagen, ich wechsle mal hier aus. Euch beide. Oh, wir sind ja schon angekommen. Tja, jetzt stehen wir vor der großen Frage. Drehen wir noch eine Runde. Momentan sieht es so aus, als wäre hier noch irgendwie so ein Goblin oder sowas. Den könnten wir wegmachen. Und hier noch. Wir drehen noch eine Runde. Komm. Wer nicht wagt, der nicht direkt... Oh, guckt euch mal an, wie sich unsere Lebensleiste auffüllt jetzt. Die füllt sich ja komplett wieder auf jetzt. Okay. Was ist denn jetzt los? Das Item ist ja overpowered, sage ich da nur. Meine Güte. Da können wir nochmal eine Runde gehen. So, Schildverteidigung. Nee. Ein Ring mit Verteidigung. Ich würde jetzt hier auch bei der Regeneration erstmal bleiben. Ja, ich würde sagen, da geht noch eine Runde. Oh, ich darf nicht vergessen, wir haben hier ganz viel Zeug noch zum Einsetzen. So, die werden natürlich jetzt auch viel mehr Schaden machen, gehe ich mal davon aus. Was haben wir denn hier? 330, Magieschaden 7, Verteidigung 2 und Konter. Wir bleiben weiterhin bei der Regeneration. Eine Schatzkammer. So, einmal Wiese. Einmal Felsen. Also auch diagonal, habt ihr das gesehen? Auch diagonal zählt es, wenn man hier an die Schatzkammer anbaut. Wir haben so viele Ressourcen mittlerweile, das ist unglaublich. Und die Lebensleiste füllt sich jetzt auch so schnell auf. Oh, da oben, habt ihr das gesehen, da sind ganz viele Einheiten. Die würde ich rausschmeißen. Und dann gehen wir mal ins Lager. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Lager sehen. So. Also wir packen das mal hier oben rein. Nochmal einen Berg bekommen. Die kann ich aber jetzt nicht platzieren. Eine Wiese bekommen. So, die Wiese kommt wieder neben einen Berg. Okay, da ist es aber nicht so. Diagonal zum Berg funktioniert das mit der blühenden Wiese nicht. So, habe ich denn noch irgendwie... Ich müsste die ganzen Sachen immer rausschmeißen irgendwie. Kann man die rausschmeißen? Nee. Wir haben ein Schlachtfeld bekommen.
bringt zu Beginn jeder Schleife eine Truhe hervor. Gegner auf angrenzenden Feldern können Geister werden. Okay. Kurze Pause. Also Schlachtfeld. Ja, das Problem ist, dann müssen wir aber jetzt nochmal eine Runde gehen, wenn wir das nutzen wollen. Das ist jetzt schwierig. Wir haben halt immer noch ganz viele... Da komm, wir gehen noch eine. Eine gehen wir noch jetzt. Aber dann ist wirklich für diese Runde Schluss. Signalfeuer. Ein nutzloser Orientierungspunkt in einer ziellosen Welt. 40% Bewegungstempo in seiner Reichweite. 20% Angriffstempo für alle Einheiten. Oh, für alle Einheiten heißt das dann auch für gegnerische Einheiten? Ah, jetzt ist hier doch nochmal ein Goblin rausgekommen. Wir müssen mit der komischen Karte, wo man die Felder löschen kann, müssen wir immer ein bisschen warten. So, maximale Anzahl Monster. Machen wir mal hierher nochmal ein Signalfeuer. Aber man sieht schon, wie jetzt die Karte immer schön wächst hier. Es hat schon was. So, nochmal eine Wiese. Nochmal ein Felsen. Ich glaube, ich könnte da jetzt wahrscheinlich noch bis Level 10 irgendwie. Verteidigung 14. Ja, her damit. Es wäre schön, wenn man diese Rüstung auch am Charakter sehen könnte. So, ein Hain bringt einen Wolf hervor. Oh, jetzt Entscheidung. Sollen wir noch eine Runde gehen oder nicht? Wir bekommen in der nächsten Runde jetzt noch einen Schatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir gehen noch eine Runde jetzt. Da ist der Schatz. So, nochmal ein Hain. Ein Friedhof bringt Skelette. Und ein Felsen. Oh, wieso platziere ich die Sachen eigentlich nicht immer direkt neben der Schatztruhe hier? Das macht ja viel mehr Sinn. Wir haben einen Ring bekommen für Regeneration und Vampirismus. 1,2 ist gleich. Aber dafür haben wir beim aktuellen Ring ein bisschen Konterchance. Wir sind wieder bei voller Lebensenergie jetzt. Wir sind wieder bei voller Lebensenergie. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier? Ein Geist? Okay. So, wir platzieren jetzt mal die Sachen. Platzieren die Wiese mal hierher. Dann die zweite Wiese hier oben. So, haben wir noch was bekommen? Nochmal ein Schild für mehr Verteidigung. 17. Ja, komm, wir tauschen dich mal. Wir haben hier einen Rapier mit 15 bis 23 Schaden. Nehme ich auch mit. Okay. Ich tue mich schwer, jetzt aufzuhören. Ihr merkt das vielleicht. Also nicht aufzuhören, aber quasi jetzt hier zu sagen, hey, wir gucken mal ins Lager, weil wenn wir ins Lager schauen, ist alles wieder weg jetzt. Boah, guck mal, was hier oben los ist. Habt ihr das gesehen? Uiuiui. So, nochmal ein Spinnenkokon. Nochmal ein Spinnenkokon. Aber momentan können wir gar nicht so viel Schaden nehmen, wie wir gleich wieder an Lebensenergie dazu bekommen. Momentan noch, wohlgemerkt. Kann sich ja jederzeit nochmal ändern. So, also merken, diese Schatzkammern auch immer schön irgendwo hin platzieren, wo man ganz viel Zeug auch hinsetzen kann anschließend. Damit man immer den Bonus mitnehmen kann.
So, 550, 540, 530, die Lebensenergie geht jetzt ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, oh, der hat schon ein bisschen mehr Eigenschaften. Er hat eine Wut, wird wütend, wenn ein Verbündeter stirbt, ist aktuell offenbar wütend. Angriffstempo erhöht und Schaden erhöht. So, Magieschaden, Rundumschaden und Konter. Ich nehme halt jetzt so ungern die Regeneration raus, weil die so viel gebracht hat. So, jetzt müsste er, wenn er hier oben stirbt, müsste er hier unten wütend werden. Nee, der Anführer hat nur die Wut. Ah, okay. Ja, gut. Oh, aber man sieht schon, Hälfte der Lebensleiste jetzt schon weg. Oh, jetzt haben wir nochmal eine Schatzkammer. Das heißt, wäre es sinnvoll, wenn wir die hier platzieren und hier einfach mal den Felsen reinsetzen. Na gut, in der nächsten, also in der Runde jetzt, das ist die letzte Runde erstmal. Wir machen noch den Rest fertig. Und auch wenn wir noch, ich gehe davon aus, dass wir locker noch zwei, drei Runden durchlaufen könnten. Wenn wir jetzt zurückgehen würden, wir haben ja noch quasi Gegner zwischen uns, dann würden wir ganz viele Sachen verlieren hier. 60% aller gefundenen Ressourcen würden zurückbleiben. Ach, jetzt habe ich falsch spaziert. Wir müssen ja hier unten, naja. Egal. Wir können ja jetzt wahrscheinlich im Lager eh schon alles ausbauen. Oder fast alles ausbauen. Magieschaden, Verteidigung, Vampirismus. So, kurze Pause. Einmal platzieren und automatische Rückkehr zum Lager aktivieren. Ah, wenn ich mit der Maus drauf bleibe, dann wird er jetzt wahrscheinlich hoffentlich im Lager jetzt dann Platz nehmen. Nach diesem Kampf. Und das war's. Ich hoffe, der geht jetzt direkt ins Lager. Ja. Also, wir gehen zurück. Wir haben ganz viele Ressourcen jetzt hier bekommen. Und das Lager ist jetzt irgendwie größer geworden. Ich kann es nicht glauben. Hey Leute, der Junge hat es geschafft, zurückzukehren. Überlebende, heißt das, dass ich nicht mehr allein bin? Woher seid ihr gekommen? Gibt es noch einen Ort ohne Dunkelheit? Wir wissen nicht, woher wir gekommen sind oder wir können uns nicht erinnern. Die Leute, die du hier siehst, sind nur ein kleiner Teil dessen, was von der Gruppe übrig ist, glaube ich. Haben die hier ihr Lager aufgeschlagen, neben unserem Lager? Bist du nicht sicher? Wir sind uns nicht sicher, aber die Schlussfolgerung drängte sich wegen des herrenlosen Gepäcks und der übrig gebliebenen Tagesration auf. Mit dem Tag neue Zeichen der Anwesenheit von Leuten, die, soweit jeder hier weiß, nie bei uns waren. Es ist, als hätten wir sie vergessen. Ihr habt sie vergessen? Genau, es ist, als würden jeden Tag Leute verschwinden und wir würden sofort vergessen, dass sie je existiert haben. Fast alle, fast als hätten wir den Ort vergessen, von dem wir kommen. Und unsere Familien, vielleicht sogar uns selbst. Mein Name ist Jota. An so viel erinnere ich mich noch. Niemand hat, sonst hat ein wirklich besser funktionierendes Gedächtnis. Deswegen weiß ich nur noch so wenig über mich selbst. Alles gerät in Vergessenheit. Aber Moment, sagtest du nicht, ich hätte es geschafft, zurückzukehren? Das heißt, du erinnerst dich daran, dass ich hier war? Ja, deswegen ist es uns so wichtig. Wir sahen dich aufbrechen, aber du warst fort, bevor wir zu dir gelangen konnten. Hör mal, wir können nicht weiter in der Leere umherziehen. Hier gibt es ein Lagerfeuer und ein paar Schlafsäcke. Ein echter Luxus in diesen dunklen Zeiten, was meinst du? Oh, natürlich. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir uns zusammentun könnten. Ich möchte alles wiederherstellen. Ich habe angefangen, mich an die Welt zu erinnern, wie sie früher war. Ohne andere Leute hat das jedoch keinen Sinn. Es ist zu einsam ohne sie. Sich an die Welt erinnern?
verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin zu erschöpft. Aber wir wären froh, wenn du uns helfen könntest und wir würden dir mit Freuden helfen. Fordere uns nur nicht auf, mit dir zu kommen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, zurückzukehren, aber für uns wäre es zu gefährlich, die Gruppe zu verlassen. Aber ich dachte, die kommen jetzt irgendwie mit und wir könnten die noch mitnehmen, als Verstärkung quasi, weil die anderen, die kämpfen ja auch zu zweit, zu dritt, zu viert und wir sind ständig allein. Ich werde euch um nichts dergleichen bitten. Fürs Erste möchte ich nur einen Platz haben, an dem ich zurückkehren kann. Ein Ort, an dem ich die Stimmen anderer Leute hören kann. Unser Angebot, dir zu helfen, war kein Scherz. Hier sind ein paar Dinge, die die Katastrophe überstanden haben und nicht verschwinden, nicht vergessen werden können. Nimm sie, du brauchst sie vielleicht. Holz, Stein und Nahrung war das. Okay. Also das hier ist unser Lagerfeuer, das wir vorhin gebaut haben. Das hier ist ein Zeltlager, ein Auffanglager für erschöpfte Überlebende und ihre spärlichen Besitztümer. Kann nicht zerstört werden, doch seine Bewohner ziehen gern in bessere Unterkünfte um, falls du welche errichtest. Okay. Und jetzt möchte ich gern etwas bauen. Ah, wie war das nochmal? Gebäudestufen? Nee. Das sind die Optionen. Oh, da ist es. Okay, also es darf nichts markiert sein. Expedition oder Bauen? Wir gehen auf Bauen. Was haben wir denn hier? Die Kräuterhütte können wir nicht bauen, weil wir dafür 4 Nahrungspakete brauchen. Für die einfache Esse brauchen wir 7 stabiles Metall. Oh, aber die Feldküche. 3 Holz, 2 Steine und 1 Nahrungsvorrat. Ah, und jetzt müssen wir die hier aufbauen. Okay, dann klappt man die jetzt einfach mal hierher. Schön daneben. Kennst du den Unterschied zwischen einem Koch und einem schlechten Koch? Was? Zwischen einem guten Koch und einem schlechten Koch? Das Essen, das der gute Koch zubereitet, ist schmackhafter. Hä? Ist das ein Witz, der aus dem Englischen nicht richtig übersetzt worden ist? Wie? Du hast etwas Raffinierteres erwartet? Manchmal ist die Wahrheit ganz einfach. Okay, toller Witz. Sieh her, ich habe einen Kessel, eine Feuerstelle, ein paar Messer, einen Eimer, Kartoffeln, 3 Zwiebeln und etwas Schinken. Nichts Besonderes, alles ganz einfach. Aber gib mir ein paar Minuten Zeit und jeder in diesem Lager wird an meinen Tisch gerannt kommen, weil er dem köstlichen Duft eines guten Eintopfs folgt. Okay, das heißt, ein sehr wichtiger Ort für jedes Lager. Wenn deine Nase dich nicht trügt, gibt es hier gutes Essen. 10% auf die Heilkraft des Lagerfeuers. Oh, das heißt, wir bekommen jetzt nochmal... Ah, okay. 30% haben wir jetzt hier. Ich glaube, das waren vorher noch 20. Schalte die Karte Bluthain frei. Okay. Gebäude aufwerten. Gebäude zerlegen. Verfügbare Vorratsplätze für Werkzeug. Maximal ausgerüstete Objekte. Okay. Kann noch was bauen jetzt? Die Zuflucht können wir leider nicht mehr bauen. Das Gymnasium auch nicht. Das heißt, wir müssen wieder auf Expedition gehen. Uff. Kapitel 1. Gegner haben 0 bis 1 Fähigkeiten. Stärke der Gegner. Maximale Menge einer Ressource 10. Klasse Krieger. Weitere Klassenwerte. Okay. Hier was klicken jetzt oder oben? Kartenstapelmenü ist das hier. Kann ich mir hier Karten mitnehmen? Der Bluthain blinkt. Jetzt blinkt er nicht. Sind das die Karten, die ich hier vielleicht von der Map dann bekomme? So, das ist keine richtige Karte. Also es war eine Karte, keine Karte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich dachte, wir kommen in eine andere Umgebung, aber wir haben die Bluthain-Karte bekommen. Chronokristalle verdoppeln den Effekt eines vorgehenden Tages auf angrenzendes Feld.
Wenn ich den Hain deaktiviere, jetzt blinkt es hier oben. Ich muss immer mindestens wahrscheinlich ein paar Karten mitnehmen von jedem Block hier. Ich nehme mal das Papierschloss raus. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir starten jetzt einfach mal. So, da läuft er wieder, unser Abenteurer, mit nichts als seiner nackten Haut am Körper. Und kümmert sich wieder um seine Schleimfreunde. Die Schleimfreunde haben wieder die gleichen Eigenschaften jetzt. Also man fängt hier wirklich wieder komplett von Null an, ne? Offenbar. 0,6 Angriffe pro Sekunde. So, Chrono-Kristalle, die nicht nur das Licht der aufgehenden Sonne, sondern den gesamten Ablauf der Morgendämmerung brechen können. Verdoppeln den Effekt eines vorhergehenden Tages auf angrenzende Felder. Oh, da habe ich aber jetzt viel bekommen. Eine Laterne. So, senkt die maximale Anzahl. Wir haben wieder einen Berg bekommen. Der Berg kommt, ich mal sagen, hier an den Rand. Nochmal Chronokristall. Nochmal Chronokristall. Und ein Spinnenkokon. Ausweichenring, sehr schön. Und die Lebensenergie ist auch wieder, ne? 260 jetzt. Wir fangen wieder komplett von vorne jetzt an. Ein Friedhof bringt alle drei Tage ein Skelett hervor. Jetzt, wenn ich hier sage, ich würde das hier reinsetzen, dann würde das... Können wir mal kurz Pause machen nochmal? Dann würde das hier oben wahrscheinlich alle 1,5 Tage ein Skelett hervorbringen. So, Schlachtfeld. Jetzt, wenn ich das hier reinsetze, eine Truhe, eine neue. Vielleicht betrifft das auch die Chronokristalle. So, Wiese, ein Hain. Es ist wieder etwas mühsamer jetzt, muss ich feststellen. Oh, da ist die Kiste. Es ist ein bisschen mühsamer jetzt, weil wir ja halt wieder komplett von vorne anfangen. Und ich sollte die Sachen ausrüsten. Oh, was ist das? Eine Rüstung. 173 Max TP. Regeneration, Ausweichen und Vampirismus. Es wäre so schön, wenn der Charakter die Rüstung auch tragen würde. Wäre wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig dann. So, da vorne sind nur drei Spinnen jetzt. Wieso sind denn da drei Spinnen jetzt? Moment. Das werden wir mal ganz kurz analysieren. Da vorne sind jetzt drei Spinnen. Einmal am Tag kommt hier eine Spinne hervor. Das heißt, drei Tage jetzt. Die aktuelle Tagesanzahl nicht wirklich. Aber offenbar sind jetzt hier drei Spinnen herausgekommen. Senkt die maximale Anzahl von Monstern auf angrenzenden Feldern. Also normalerweise würden hier wahrscheinlich nochmal so viele Spinnen herumlaufen. Irgendwie müssten die ja das Ganze beeinflussen. Wir haben nochmal einen Friedhof.
Der Hahn. Jeden Tag kräht der Hahn. Kann mir vorstellen, wenn du da mal so 3-4 Stunden spielst, kann das durchaus ein bisschen nervig werden. Wenn du jedes Mal den Hahn krähen hörst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel jetzt eher so auch gedacht ist, um natürlich vielleicht nebenher was laufen lassen zu können, also irgendwie einen Stream oder Podcast oder so. Und du spielst halt einfach jetzt hier nur das so ein bisschen durch, ne? Du spielst dich einfach nur hier quasi herum. Und dann machst du die Sounds aus und dann hörst du auch den Hahn nicht mehr krähen. War noch recht übersichtlich jetzt wieder die ganzen gegnerischen Einheiten. Jetzt haben wir aber überhaupt keinen Schaden gemacht. Irgendwie, was ist denn da los hier unten? Fast gar nicht erwischt. So, das sieht mir nochmal nach einer, genau, Schatzkammer aus. Ein zugehöriger Berg. So. Dass wir sogar die Schatzkiste angreifen müssen. Obwohl sich die arme Schatzkiste gar nicht wehrt. Oh, was haben wir bekommen? Einen besseren Schild. Nochmal einen besseren Schild. Ein Hain. Hain war ja immer ganz gut, oder? Nee, wobei, gar nicht gut. Rattenwolf kommt hier hervorgekrochen. Ich dachte, Hain heilt uns auch ein bisschen. Oh, das Skelett hält ein bisschen mehr aus. Es wäre schon schön, wenn man da später nochmal so 2-3 Leute als Verstärkung mit dabei hat, ne? Das wäre schon ganz schön, damit man nicht so alleine kämpft immer. Oh, ein fantastischer Speer. 14 bis 20 Schaden macht er. Erinnert mich auch ein bisschen so an die Klickerspiele, beziehungsweise diese Autoklicker oder wie sie heißen, wo du auch nichts machen musst, wo quasi die Kämpfer von dir automatisch kämpfen und du musst einfach nur noch klicken oder musst die mit Eigenschaften versehen. An sowas erinnert mich das ein bisschen. Außer, dass hier natürlich die ganze Glücksspielmechanik und so weiter fehlt. Wobei du die ja auch hast, aber die ist halt, ne, im Spiel halt schon drinnen. Du musst jetzt nichts irgendwie dafür bezahlen extra, damit du irgendwie schneller wirst oder besser zurechtkommst oder einen Bonus über die Tage bekommst. Habe ich aber ganz schön viele Sachen schon. Signalfeuer. Ich weiß ja gar nicht, was da passiert, wenn da später keinerlei Felder mehr frei sind. Was macht man denn da? Boah, was macht der denn hier? Habt ihr das gesehen hier? Was der hier für eine Combo rausgehauen hat. Wahrscheinlich, weil er auch wieder wütend war. So. Oh, jetzt haben wir den Bluthain bekommen. Ein lebender Wald fällt über Verwundete auf angrenzende Felder her. Ihre Überreste können etwas Grässliches hervorbringen. Kann in der Nähe eines Waldes angrenzend zum Weg platziert werden. Seine Wurzeln verschlingen Gegner, die weniger als 15% Trefferpunkte haben. Ja, her damit. Wird gleich mal getestet. Aha, da hat's ihn schon erwischt. Sehr schön.
So, ein Ring, nochmal ein Rapier, aber der Rapier ist, hat zwar Regeneration mit dabei, aber dafür weniger Schaden. Naja, aber er hat eigentlich, ne? Er hat nur einen Punkt weniger Schaden, dafür nochmal Regeneration. Naja, egal. So, jetzt habe ich hier die Schatzdings ab. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Da kommt die. Das Dopamin schlägt wieder aus im Gehirn, wenn hier so viel Zeug rausspringt aus dieser Schatzkammer. Ah, okay, die ist jetzt komplett geleert quasi, weil wir komplett außen rum gebaut haben. Sehr schön. Meine Güte. So, nochmal ein Bluthain. Boah, dann können wir den irgendwo. Hier unten können wir den nicht hinsetzen. Schade. Also es sieht so aus, ich dachte eigentlich, man macht da hier irgendwie so zwei, drei Ründchen und muss dann wieder zurück ins traute Heim. Aber für mich sieht das jetzt so aus, als würdest du hier wirklich mit in einem Durchgang, würdest du da irgendwie, keine Ahnung, bestimmt so 20, 30 Loops durchgehen. Wäre jetzt mein Tipp. Oh, da ist nochmal eine Schatzkammer. Weil es momentan auch noch ganz gut läuft. Ne? Also es ist schon machbar erstmal so die ersten Level. Kann natürlich sein, dass der Schwierigkeitsgrad rapide anzieht. Keine Ahnung, ab Level 10 oder so. Oder ab Loop 10. Aber auch wir bekommen natürlich immer bessere Sachen eigentlich. So, zwei Spinnen, dann nochmal ein Chronokristall. Und da kommen sie wieder alle herausgekrochen, die ganzen Tierchen. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir sind bei einer Stunde. Vielleicht, dass wir noch eine Runde drehen. Oh, das ist ein guter Ring. Vielleicht, dass wir noch eine Runde drehen. Was ist das? Auch ein Ring. Und dann kommen wir langsam mal zum Fazit, wie wir uns jetzt hier durchschnetzeln. Zwei Schläge und weg. Zwei Schläge und weg hier. Ich würde sagen, wir gehen noch ganz kurz zurück ins Lager, starten dann nochmal eine neue Runde und kommen dann zum Fazit. Genau, also letzte Runde, letzter Loop erstmal hier. Können ja das wieder aktivieren hier unten. Dann muss ich nicht selber daran denken. So. Ich brauche nur mal so einen Glücksmoment, wo wir diese Schatzkammer komplett leeren. Jawohl, gib noch mehr Zeug, gib mir noch mehr Felsen, gib mir noch mehr Berge. Einen Berg brauchen wir noch. So, da kommt eine Schatztruhe. Das ist ein Schlachtfeld, schon wieder. Ja. Oh, was ist denn hier los? Ich gucke ja eigentlich gar nicht mehr auf die Route, die wir hier laufen. Aber guckt euch mal das hier an, was hier schon wieder an Zeug hier herumwimmelt. Na gut, aber das schaffen wir noch. So viel Zeit muss sein. Wir haben hier eine neue Rüstung. 16% Angriffstempo. Da würde ich mir aber die Regeneration erstmal holen. Ich habe das Gefühl, dass die Regeneration fast ein bisschen overpowered ist. Wenigstens jetzt in der ersten Zeit. Aber es ist natürlich auch so, dass du ja immer mehr Gegner hast. Das heißt, du hast immer weniger Zeit zum Regenerieren. Immer weniger Leerlauf dazwischen. Deswegen wird das wahrscheinlich nach hinten raus etwas unbedeutender. Was ich noch nicht so wirklich befüllt habe, ist hier irgendwie so Helm. Irgendwie, das ist offenbar eine Halskette.
Das hier ist offenbar ein Penisring, ich weiß es nicht. Hier ist ein Schuh. Sowas haben wir irgendwie noch gar nicht gefunden. Also wir haben erstmal nur immer diese vier Dinge. Mehr nicht. So, da kommt der letzte Felsen. Macht euch bereit für den Dopaminausstoß. Yes! Und wir bekommen nochmal ein schönes Schild. Die Ausweichen ist dann weg. 17 bis 25. Also Regeneration habe ich jetzt mal rausgenommen. Wobei wir immer noch 1,2 haben. Also ein bisschen Regeneration ist noch da. Gut. Oh, da ist ein Ring nochmal. Regeneration 2,4 hat der sogar. Wow. Nicht schlecht hier. So, nochmal ein Bluthain. Ich könnte mir auch vorstellen, das weiß ich jetzt nicht, dass diese Karten, die wir hier bekommen, auch dementsprechend begrenzt sind. So wie wir sie zu Anfang gewählt haben, ne? In der Auswahl könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus begrenzt ist. Und irgendwann sind die Karten halt mal weg. Das heißt, du bekommst auch nicht mehr wirklich großartige Ressourcen dann oder so. Durch das Platzieren. Nur noch durch das Bekämpfen. Ich habe da oben schon wieder ganz viele Leute rumlauern sehen. Genau vorm Ende. 16, 24, Regeneration 3 Punkte. Ja, wir brauchen momentan nicht wirklich großartige Regeneration. Wir haben genügend. Aber so eine Runde dauert jetzt schon etwas länger, ne? Dadurch, dass wir so oft kämpfen müssen. Es wäre noch schön, wenn er mit dem, wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, dass er hier den Slot auch anzeigt, der hier quasi drin ist, weil ich mich immer frage, wann die anderen Sachen hier befüllt werden können. Wahrscheinlich erst im späteren Durchlauf. Oh, was ist das denn hier? Ich habe es zu spät gesehen. Irgendein, keine Ahnung, Golem? War das ein Golem? Man weiß es nicht so recht. Er hatte auf alle Fälle einen Flegel mit dabei. So, jetzt kommt es zum großen Kampf hier. Zwei Goblins und zwei Rattenwölfe. Aber man sieht schon, die haben uns nichts entgegenzusetzen. So, wir platzieren noch ein bisschen Felsen und Wiese, damit wir die Ressourcen abklappern können. Laterne wäre zum Beispiel etwas gewesen, das wir jetzt hier ganz oben hätten hinsetzen können, hier ersetzen können, damit hier oben nicht mehr so viel herauskommt. So, wir nähern uns dem Ende des Loops. Wir ziehen uns zurück. Ein weiterer Erfolg, du bist zurück und wir erinnern uns noch an dich. Unglaublich. Ja, es ist gut, wieder hier zu sein, aber als Erfolg würde ich das kaum bezeichnen. Meine alten Erinnerungen an die Welt sind weg. Der Weg ist wieder leer und alles ist dunkel, wohin ich auch blicke. Interessant. Tatsächlich erinnerst du dich also, dass es Dinge gibt, die du vergessen hast. Wir sollten eine Möglichkeit finden, das auszunutzen. Reden wir über etwas Positiveres. Wir haben es geschafft, hier aufzuräumen. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Was schwebt dir vor? Eine Erweiterung des Lagers. Wir haben alle möglichen Fachleute von Köchen bis zu einem Alchemisten, aber sie brauchen einen Platz zum Arbeiten. Die Materialien hier können wir jedoch nicht nutzen. Kaum wendet man sich von einem Zweig oder Stein ab, den man gefunden hat, und schon ist er weg. Ich fürchte, nur du kannst dieses Problem lösen. Die Materialien, die deinen Ausflug überstanden haben, scheinen sich immer zum Bauen zu eignen. Aber das sind bloß Steine und Zweige. Wie wollt ihr damit etwas bauen? Seltsam, was? Mir ist es beim Feuer aufgefallen, das du gemacht hast. Die Dinge, die du erlangst, infizieren irgendwie alles. Vergleichbare mit Stabilität. Nur in kleinen Mengen, aber immerhin.
Selbst ein Zweig genügt, um eine Holzwand ohne ständige Aufsicht existieren zu lassen. Okay, oh, es gibt einen neuen Button-Statistik. Und hier gibt es offenbar dann noch weitere Buttons, die hier folgen werden. Ah, Spielzeit, Expeditionszeit, gestartete Expeditionen, Kills, Tode durch, du bist noch nicht getötet worden, erstaunlich. Platzierte Karten, Felder, vergessene Teile der Welt, Ressourcen, sehr schön. Okay, können wir noch was bauen jetzt? Hier oben, wir können ein Gymnasium, nee, nicht Gymnasium, ein Gymnasion bauen. Ein Ort, an dem man dir beibringt, zu lesen, zu schreiben und höflich zu deinem Lehrer zu sein. Körperliches Training hat allerdings Vorrang. Schaltet die Fähigkeit frei, durch das Töten von Monstern auf Expedition besondere Eigenschaften zu gewinnen. Schaltet die Karte Dorf frei. Oh, platzieren wir das jetzt einfach mal. Ha, so funktioniert das also. Statt dich an etwas zu erinnern, kannst du es einfach erneut lernen. Ein netter Trick. Das geschieht ohne böse Absicht. Ohne Bildung bliebe unsere Welt den Wilden überlassen. Du könntest allerdings auch ein paar Dinge lernen. Wir könnten uns alle zusammensetzen und unsere nützlichen Kenntnisse und Fertigkeiten teilen. Nö, ich weiß schon alles, was ich wissen muss. Überlass das Lernen den Kindern. Deine erste Lektion, lerne das Lernen zu mögen. Das würde uns beiden das Leben erleichtern. Natürlich. Ich habe vorhin was gesehen, dass man auch upgraden kann. Benötigte Ressourcen. Uns fehlt noch Holz und Nahrung und irgendwie so ein Goldgebrummel. Das ist was? Was ist das hier? Das hier halt, ne? Genau. Aber das passiert nicht mehr heute. Wir werden nochmal kurz in eine Expedition starten. Wir gehen nochmal hier rein. Eine neue Dorfkarte ist erschienen. Halt beim Betreten 15 plus 5 mal Schleife Trefferpunkte. Und gibt dir einen Auftrag. Oh. Und jetzt sind wir wieder eins drüber. Das heißt, wir müssen eins wegnehmen. So. Und damit starten wir in die nächste Runde. Ich mache mal Pause und wir kommen mal ein bisschen zum Fazit jetzt hier von Loop Hero. Also, wir fangen mal mit den vielleicht nicht so positiveren Sachen an. Ihr könnt euch das vielleicht auch schon denken. Ich bin kein Fan dieses Grafikstils. Es gibt gewisse Pixelgrafik, die finde ich ganz gut. Die mag ich ganz gern. Das ist schön anzuschauen. Dieses Spiel gehört definitiv nicht dazu. Es ist für mich ein bisschen zu braun, zu matschig, zu blass. Mir fehlt ein bisschen Kontrast. Es ist alles etwas zu, auch zu dreckig. Wobei ja Dreck, sag ich mal, gerade so in so Historien oder alten Mittelalterspielen oder so, muss ja Dreck nichts Schlechtes sein. Das gibt ja ein bisschen Flavor in der UI zum Beispiel. Aber hier ist es mir ein bisschen zu derbe einfach. Unabhängig davon natürlich jetzt auch, dass die Schriftart, die Original-Schriftart, so schwer zu lesen ist. Ich schalte die nochmal für euch ein, damit ihr nochmal einen Vergleich habt hier. Es ist so schwer zu lesen, das Ganze. Guckt euch mal rechts das jetzt an mit dem Ödland. Vielleicht bin ich der Einzige, der sich da einfach schwer tut oder der da keinen Bock hat, sich extra nochmal anzustrengen, damit er hier den Text lesen kann. Aber sowas geht halt für mich nicht. Deswegen bin ich aber auch ganz froh, dass sie hier so eine Alternativschriftart eingebaut haben. Einfach aus dem Grund, denke ich mal, weil sich bestimmt schon der ein oder andere beschwert hat von den Testern des Spiels, dass man das nicht ordentlich lesen kann. Anders kann ich mir das nicht erklären, wieso da nochmal zusätzlich Schriftarten eingebaut werden, die normalerweise dann meistens immer bei solchen Spielen dann mit Mods ergänzt werden. Genau, also Schriftart, Grafikstil ist überhaupt nicht meins. Kommen wir zum Spielkonzept. Das Spielkonzept finde ich fantastisch. Das ist richtig schön. Ich stehe ja total auf so Clicker-Games. Ich bin großer Fan von diesen Autoklickern, von Clicker-Games, wenn die Zahlen nach oben gehen, wenn man sich quasi wenig anstrengen muss und trotzdem immer belohnt wird. So in die Richtung, finde ich, geht das hier auch. Wir haben jetzt noch keinen Tod erlebt, weil es offenbar noch nicht so wirklich möglich war für uns zu sterben, weil wir doch, ja, wir haben ein bisschen aufgepasst, aber es war jetzt in den Anfangsleveln nicht wirklich dramatisch. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da noch irgendwie so
vier, fünf Stunden anhängst, dass es dann einfach schon ein bisschen schwieriger wird, das Ganze. Aber ansonsten, dass der Held selbst kämpft, dass der Held selbst läuft und du quasi so als ja, Überblicker des Ganzen zum einen dich um die Ausstattung des Helden kümmerst und auch um die Gestaltung des Dungeons, finde ich eine fantastische Idee, ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob es das Spielprinzip schon früher mal gegeben hat, vielleicht in einem der, keine Ahnung, vor 20 Jahren, 30 Jahren, irgendwie C64, Atari oder so, vielleicht ist das irgendwo schon mal gemacht worden. Es fühlt sich auf alle Fälle ein bisschen so an, als wäre das ein Spielmodell von einer etwas, ja, es hört sich jetzt abwertend an, aber es ist nicht so gemeint, also einer älteren Generation. So stelle ich mir eigentlich Spiele vor, die man zum Beispiel auch auf dem C64 dann gespielt hat. Vielleicht ist es aber auch was komplett Neues, kann auch sein. Wie gesagt, ich finde das Prinzip richtig toll, es ist richtig schön. Und ich kann mir vorstellen, dass du das einfach so ja, nebenbei auch einfach spielen kannst. Du hast es auf deinem Monitor, also schon auf dem Hauptmonitor und hast nebenher den Stream laufen, Podcast und so weiter am Laufen und kannst dir dann einfach hier, kannst dir deine Runden drehen, kannst deinen Helden ausstatten, kannst dein Lager upgraden, bekommst immer stärkere Eigenschaften, immer stärkere Monster kommen und so weiter und so fort. Die Geschichte, weiß ich nicht, vielleicht entwickelt sich die auch noch schön, ist am Anfang sehr, sehr kryptisch, wie ich finde. Das haben halt diese Roguelikes oder Indie-Spiele so an sich. Vielleicht entwickelt sich da noch was Schönes drauf. Verwetten würde ich da jetzt aber nicht unbedingt was drauf. Es wird irgendwas Böses geben und irgendwann erscheint das Licht und jeder kann sich wieder erinnern an alles oder so. Das wäre jetzt mein Tipp für die Geschichte, ohne jetzt irgendwie zu wissen, ob das auch der Fall ist. Genau. Insgesamt würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache ja keine Wertungen oder so, also ich gebe jetzt keine Nummern raus oder so, aber insgesamt würde ich sagen, ich behalte das Spiel. Und werde hier noch ein paar Runden drehen und mal schauen, wo mich der Weg noch hinführt, wie sich das Ganze entwickelt, ob das relativ gleich bleibt und nur die Werte, die Zahlenwerte sich ändern, das fände ich ein bisschen schade, oder ob da doch noch der ein oder andere Kniff dazu kommt, was sich noch so alles in dieser Welt entwickeln kann. Das wäre natürlich fantastisch, wenn immer wieder ein bisschen was Neues dazu käme, das dich dann etwas bei der Stange hält. Gut. Das war mein Fazit. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von Loop Hero zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock auf weitere solche Spiele und Strategie und was auch immer ihr auf dem YouTube-Kanal findet, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch ja mal umschauen. Dann drückt ihr noch auf Abonnieren oder auf den Daumen nach oben oder einen Kommentar hinterlassen. Ihr kennt ja das ganze Gedöns. Würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden Kommentar, der hier reinkommt. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten angespielt wieder, angespielt Videos wieder natürlich, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis dann. Ciao.